Sehr geehrte Frau Ministerin, ungefähr da. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, ungefähr da. Verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Nordrhein-Westfälischen Landtages. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, Magnifizenzen, Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Elis, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Festveranstaltung, mit der wir das 30-jährige Bestehen des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft feiern wollen. Es ehrt die DFG und es freut mich persönlich, dass Sie so zahlreich und auch von weit her unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders freue ich mich, dass die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz es sich nicht nehmen ließ, namens der Bundesländer unser Fest zu beehren. Herzlich willkommen, liebe Frau Reiß. Gleichermaßen herzlich hätte ich an dieser Stelle gern auch Frau Staatssekretärin Quenne Thielen aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung begrüßt. Doch verstehen wir, dass wirklich sehr gewichtige Gründe Sie leider dazu zwangen, Ihre Teilnahme abzusagen. 30 Jahre Leibniz-Programm, meine Damen und Herren, das wollen wir heute gebührend feiern. Gewiss nicht ohne Nachdenklichkeit, vor allem aber mit Witz und auch mit einer gewissen selbstironischen Heiterkeit. Und dazu darf ich herzlich begrüßen Vinz Ebert, Marion Merklein, Tobias Moser, Ferdi Schüth, Barbara Stolberg-Rielinger und Ingolf Bauer, Christoph Markschies und Günther Ziegler und die Musiker des Nikolaus-Simeon-Quartetts. Großen Dank dafür, dass Sie hier mitwirken, dass Sie uns jetzt schon das Vergnügen der Vorfreude auf Ihre Beiträge machen und ebenfalls jetzt schon, das muss ich sagen, denn ich habe es bei dem Festkolloquium heute Nachmittag versäumt, ein sehr herzliches Dankeschön an alle in der Geschäftsstelle der DFG, die diesen ganzen Tag organisiert und vorbereitet haben, vor allem an Ursula Ruckmanns-Beucher, an Jutta Rateike und an Tim Wübben. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir feiern einen Wissenschaftspreis, den Wissenschaftspreis im deutschen Sprachraum, der in den zurückliegenden 3 Jahrzehnten Forscherinnen und Forscher und die Forschung selbst in vieler Hinsicht deutlich geprägt und verändert hat und der zugleich die gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung der Wissenschaften sehr beeinflusst. Und insofern sind vermutlich die Momentaufnahmen aus der Bonner Fußgängerzone tatsächlich nicht repräsentativ. Sie haben mich vor allem gelehrt, es ist ganz egal, was man die Leute fragt, sie antworten immer das Nämliche. Den Wissenschaftspreis im deutschen Sprachraum. All dies war freilich in den frühen und mittleren 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schwerlich vorherzusehen gewesen. Das waren die Jahre des Kalten Kriegs von Ronald Reagan und dann bald auch von Michail Gorbatschow und der späten Bonner Republik. Der Regierungswechsel von Schmidt zu Kohl lag nicht lange zurück. Die Serie im öffentlichen Fernsehen hieß nicht House of Cards, sondern Dallas, und in Wimbledon gewann 1985 ein blonder Jüngling aus Leimen gegen Kevin Curran das Finale. Es waren diese Jahre vor dem Mauerfall, als Eugen Seibold, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auf jene glückliche und folgenreiche Idee verfiel, die wir ins Gelingen verliebt heute feiern. Die spezifische Funktion der DFG, nämlich die allerbeste Forschung zu fördern, die nahm Seibold sozusagen ganz emphatisch. Er sorgte sich um die Möglichkeitsbedingungen und Dynamik, um Leistungsstärke und Vielfältigkeit dieser besten Forschung. Er sah ihre Freiräume schwinden und die finanziellen Rahmenbedingungen sich verschlechtern, derer sie bedarf, weil Spitzenforschung risikoreich sein muss, weil sie auf in jenem ernsthaften Sinne neue Erkenntnis zielt, dass sie eben nicht antizipierbar ist. Seibold sah Handlungsbedarf und er machte angesichts dieser Problemlage einen ebenso einfachen wie, wir wissen es, weitreichenden Vorschlag. Und zwar erstmals im Dezember 1983
hier in Bonn während eines Abendessens im Schaumburger Hof, nicht im Palais Schaumburg, im Schaumburger Hof, mit Dorothee Wilms, damals die neue Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft. Man müsse jetzt, so sagte Seibold, Zitat, man müsse einigen wenigen handverlesenen Spitzenforschern viel Geld, auch ohne Anträge, fest zusagen, vielleicht in Form eines Preises. Frau Wilms zeigte sich aufgeschlossen, verwies Seibold indes, und ich weiß nicht, ob aus Gründen formaler Zuständigkeiten oder politischer Klarsicht, sie verwies Seibold weiter an ein anderes, um nicht zu sagen ein ganz anderes Ressort, das Bundesministerium für Forschung und Technologie. Und dort fand Seibolds Vorstoß dann die gebührende Aufmerksamkeit. Dort wurde er bald konkretisiert in einem Konzept zur, wie es hieß, Förderung von wenigen ausgewählten Spitzenforschern. 10 herausragende Wissenschaftler sollten für 5 Jahre Fördermittel von je 3 Millionen Mark erhalten, über die sie frei sollten verfügen können, und zwar ausdrücklich nicht auf Antrag, sondern auf Vorschlag einer ausgewählten Gruppe von Gutachtern. Und mit der Durchführung dieses Programms sollte die DFG betraut werden. Und so kam es dann auch im Jahre 1985. Nach durchaus langwierigen, insofern haben sich die Zeiten so gravierend gar nicht geändert, nach durchaus langwierigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern und auch der DFG, und zwar zunächst unter dem etwas hölzernen Titel Sonderprogramm zur Förderung ausgewählter Forscher und Forschergruppen, Klammer auf, Spitzenforschung, Klammer zu, dann aber bald als Förderpreis im Rahmen des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder noch viel eleganter Leibniz-Preis. So hatte es angefangen und sehr erfolgreich ist es so weitergegangen. Längst gehören die Mittel des Leibniz-Programms zum regulären Haushalt der DFG. Längst hat es sich als weithin renommierteste Wissenschaftsauszeichnung etabliert. Längst tragen nicht allein die Fördermittel, sondern gleichermaßen auch die Ehrung, die Wertschätzung, die Reputation, die sich im Leibniz-Preis ausdrückt, tragen sie bei zu jener märchenhaften Freiheit, von der Hubert Markel bei der ersten Preisverleihung 1986 sprach, und tragen sie bei zu jenem besonderen Anspruch, dem man vor, aber eben auch nach der Preisverleihung noch, dem man in den Augen der Wissenschaft gerecht werden muss. Und dies nun hat, meine ich, vor allem mit 2 klugen Grundsatzentscheidungen zu tun, die seine Begründung gleich bei Einrichtung des Programms trafen. Einerseits legte man den Leibniz-Preis als eine Auszeichnung an, die sich kategorial von anderen Instrumenten der Forschungsförderung, auch der Forschungsförderung in der DFG, unterscheidet. Man kann sich nicht bewerben, man muss nominiert werden. Preiswürdigkeit bestimmt sich nicht durch besonders vielversprechende Forschungsprojekte, also Zukunftsentwürfe, sondern durch herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Vergangenheit. Und es gibt keinerlei besondere Vorgaben, sei es hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, des Forschungsgebiets der Auszuzeichnenden, sondern es gilt allein das Kriterium höchster wissenschaftlicher Qualität. Es gilt dieses Kriterium sozusagen absolut und nicht etwa wie im Bereich der Projektförderung relativ zu einem vorgegebenen Finanzrahmen. Es werden diejenigen ausgezeichnet, die sich bei Anlegung höchster wissenschaftlicher Qualitätsmaßstäbe in einem rigiden Prozess der Nominierung, Beratung, Begutachtung und Entscheidung herausschälen, und deswegen kann auch die Zahl der Preisträgerinnen und Preisträger von Jahr zu Jahr variieren. Zu dieser Prozeduralität des Leibniz-Preises, über deren Ausgestaltung freilich immer wieder neu nachgedacht werden muss, dazu kommt andererseits jene zweite Besonderheit hinzu, die sich gleichfalls einer Grundsatzentscheidung bereits bei der Etablierung unseres Programms verdankt. Der Preis prämiert solche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bereits durch außerordentliche Leistungsfähigkeit hervorgetan haben. Er wird allerdings allein dann zugesprochen, wenn von deren Forschung auch in Zukunft
Besonderes erwartet werden darf. Der Preis ist eine Auszeichnung und zugleich ein Instrument der Forschungsförderung. Mit der Reputation gehen Zeit und Geld einher für künftige Forschung, für riskantes Denken, für offene Erkenntnisprozesse. Und von der strukturellen Wirksamkeit, meine Damen und Herren, von der strukturellen Wirksamkeit auch dieser zweiten Besonderheit des Leibniz-Preises für die bemerkenswerte Leistungsfähigkeit des deutschen Forschungssystems, von ihr halten wir uns allerdings überzeugt. Die Merkmale des Preises, mehr noch, doch untrennbar mit ihnen verbunden, mehr noch der wissenschaftliche Rang derer, die mit ihm ausgezeichnet worden sind und denen er in Zukunft zugesprochen werden wird, sie sind sozusagen die Leitwerte des Leibniz-Programms. Auf ihnen beruht der außerordentliche Stellenwert, den der Preis für die deutsche Wissenschaft und darüber hinaus besitzt. Und bei alledem soll es auch künftig bleiben. Und dass es dabei bleibe, dass es so bleibe, dazu trägt die Außerordentlichkeit, die Außeralltäglichkeit des Festes das ihre bei. Daher wollen wir so feiern, dass das Fest zwischen Spaß und Nachdenklichkeit die heitere Mitte hält, und es würde mich freuen, wenn Sie es genießen können. Vielen Dank.